Hi. Salam. Was habe ich dir gesagt? Guckst du Bollywood? Nein. Kennst du Shah Rukh Khan nicht? Nein. Tschüssack. Kannst du für mich bitte lesen? Was ist das? Ich habe Polizei bekommen. Kollege, Anzeige, Schlägerei zusammengeschlagen. Das Schlimme ist, du bist als Zeuge eingeladen. Muss ich Knast? Nein, du bist nur Zeuge. Wann hast du aber dann genau Geburtstag? Bacem, meine Mutter hat mir gesagt, als ich geboren bin, war mein Cousin Ali, kennst du? Nee. Ali war ungefähr 7. Das heißt, der ist jetzt 27, denke ich. Ich bin dann 20. Weißt du nicht genau den Tag, wann du Geburtstag hast? Doch, als mein Cousin 7 war, bin ich geboren. Wie alt sind deine Eltern? Ach, wissen die selber nicht. Spielst du Clash of Clans? Nein, was das? Lad runter. Mein Clan, beste Clan. Arbeitet dein Vater? Ja, mein Vater hat eine eigene Firma. Voila. Bitte rede mit deinem Vater. Ich, Kollege, wir haben Mitbewohner, 13 Stück. Wir kommen alle arbeiten, gute Arbeiter. Voila, gibst du ein Haus, die bauen alles wieder neu. Ja, aber das ist eine Gießerei. Ist nicht schlimm, wir können auch gießen. Du bist zu 100% Afghaner, ne? Ich bin auch Perser. Bacem, du kennst doch Iran. Ich bin in Iran aufgewachsen. Aber bist Afghaner. Halb Perser, halb Iraner, halb Afghaner. Ah, du bist doch aber nicht da geboren, oder? Du verstehst das nicht, Bacem. Hast du mit deiner Schwester geredet für Kollege? Ja, aber die weiß nicht so genau. Ist guter Junge, voila. Bete 5 Mal am Tag. Sehr, sehr guter Junge. Arbeitet viel. Der ist jeden Tag, der schickt jeden Tag Geld nach Heimat. Der hat Haus gebaut, alles. Weißt du, was Afghane bedeutet? Was denn? Sher, Sher, Afghan, Sheras. Löwe, Löwe, Löwe sind wir. Afghane, Botan. Was macht deine Mama eigentlich so? Welche? Die welche? Ja, ich habe 4 Mütter. Mein Vater hat 4 Frauen gehabt. Ab heute, du versuchst Islam zu verstehen, du versuchst auch Koran zu lesen, beten musst du lernen. Warum? Bacisak. Islam, beste Religion, beste Dien. Stehst du? Ich muss auch jetzt los. Bacisak, Khaled Kharabas? Ich meinte doch nein, sowas bei uns haram. Dann betest du gleich einmal, ist die Sünde wieder weg. Khaled Kharabas? Tschüss.